Ja, die hat halt, klar, für die war das klar, ihre bayerische Volksschauspielerin hat diese Negerkinder adoptiert. Alles andere hat nicht in ihr Weltbild gepasst. Und das Krasse war eben die Reaktion auch dann, als die Mama gesagt hat, nein, das sind meine Kinder, ich habe die gemacht. Dann hat man, also ich war ja damals sehr klein, aber die Mama hat es erzählt, dann hat man richtig gesehen, wie das in ihrem Kopf nochmal passiert ist. Oh Gott, die hat, das heißt ja, die muss mit dem Schwarzen. Und dann war die komplett empört. Hat eben auch gesagt, dass die Mama sich schämen sollte, dass sie das noch so stolz rausposaunen würde und so. Aber das ist so typisch. Wir sind schon ganz niedlich anzuschauen, aber die Rassenschande zu begehen quasi, das war dann irgendwie doch zu viel für die Frau. Ist ja auch schon 20 Jahre her. Ja, mein Papa war eigentlich so der Vorzeigespießer, der bayerische Vorstadtspießer. Mit Rasenmähen, mit Hecke schneiden, mit Bayern 1 hören und bloß nicht negativ auffallen, also mit IV. Aber in den Köpfen von den Menschen ist es halt so drin. Das ist ja immer so, man hat ein Vorurteil von einem Menschen oder von einer Menschengruppe und selbst wenn einem das Gegenteil bewiesen wird, bleibt es trotzdem bestehen. Also die Leute teilweise, wir hatten auch sehr viele sehr nette Nachbarn, muss man immer dazu sagen, nur das ist halt langweilig, das zu schreiben oder zu erzählen. Aber es gab so welche, bei denen war das im Kopf drin so. Das ist mit dem wollen die auch gar nicht, die wollen sich gar nicht vom Gegenteil überzeugen lassen. So immer nur, wenn meine Mama dabei war, waren die nett. Haben die gegrüßt und mich in die Backe gekniffen und so. Und wenn die Mama nicht dabei war, nur mein Papa und ich, dann hätten wir den Räder vorschlagen können. Die hätten nicht auf uns reagiert, zumindest nicht positiv. Es waren immer nur so... Der war halt noch da, der war auch Volksschauspieler, urbayerisch aussehender. Und homosexuell, was natürlich auf dem Berchtesgadener Land, also er kam ja aus Berchtesgaden, sondern aus Garmisch eigentlich, wie gesagt, manchmal ändert man ein paar Sachen, jetzt auch nicht das Akzeptierteste war. Und der hat, glaube ich, auch aufgrund dessen schon früh gelernt, man muss einfach die Sachen mit Humor nehmen. Und auch mal die Leute mit dem Humor auflaufen lassen. Also die Geschichte, wo die Wirtin sich, nachdem sie mir die Hand geschüttelt hat, was die Leute oft wirklich immer noch unterbewusst machen. Und der Edi hat sie einfach gespiegelt. Sie hat ihm die Hand gegeben, dann hat er auch die Hand abgewischt. Mit so, was machst du da? Ich meine, ja, weiß ich nicht, du hast ja den Neger angefasst. Vielleicht ist noch ein bisschen was an dir dran. Und dann hat er sich halt auch, um ihr zu zeigen, wie dumm diese Geste eigentlich ist. Anstatt zu sagen, ja, warum wischst du dir jetzt die Hand ab? Und das hat man dann gelernt, dass das... dass man halt Sachen mit Humor vielleicht leichter lösen kann und auch da so ein paar Knoten öffnen kann.